Warum ist es in Deutschland eigentlich so leicht, Geld am Finanzamt vorbeizuschieben über Jahre? So, tatsächlich werden bei uns nur 5 bis 10% der Steuerhinterzieher erwischt. Warum? Viele Fälle aber bleiben weiter unentdeckt. In einem Sonderbericht kritisiert der Bundesrechnungshof 2012, in Finanzämtern gäbe es sogenannte grüne Wochen oder Durchwinktage wegen Personalmangel. Sie haben richtig gehört. Ja, Durchwinke, Winke. In deutschen Finanzämtern gibt es Durchwinktage, wo praktisch überhaupt nicht reingeguckt wird in die Unterlagen. Wissen Sie, wie der Hoeneß reagiert hat, als er das erfahren hat? Ja, wie immer halt hat er reagiert. Ja. Hat am falschen Tag abgegeben. Ja. Ich gebe auch nur noch am Durchwinktag ab. Es gibt viel zu wenig Steuerfahnder. Das ist kein Witz. Dadurch verliert der Staat, man schätzt, ca. 160 Milliarden Euro im Jahr. Das ist ein Drittel des Bundeshaushalts. Und jetzt sage ich Ihnen mal was. Das ist so gewollt. Denn Reiche sind scheue, sensible Rehe. Wenn man die zu sehr unter Druck setzt, dann laufen die weg und verstecken sich in einem Schließfach in der Schweiz. Ja, ja, ja.